Ja, servus die Mann und grüß euch die Buben. Ja, wie ihr seht, ich bin wieder mal im Dschungel unterwegs. Wir haben so 22 Grad, ein bisschen bewölkt, trüblich. Also optimal für einen kleinen Spaziergang und ich kämpfe mich da durch den Dschungel und möchte mich da zum Teil noch neben einem durchschlagen. Dicht ist das Dickicht, aber ich versuche es einmal. Wir sind da noch 300-400 Meter sind, dann müssen wir dürfen neben einem ankommen. Ja, gehen wir einfach einmal los und schauen mal, was los ist. Auf geht's! Ja, da haben wir so einen kleinen Schwenk durch den Dschungel durch. Ja, und in die Richtung müssen wir. Ja, ich habe mir das natürlich daheim ein bisschen auf der Karte angeschaut. Ein bisschen angespeichert, wie ich gehen muss. Weil sonst bist du da verirrt. Da müssen wir irgendwo durch. Und da hinten muss das Wasser wo sein. Weil da vorne sicher schon Wasser. Aber da muss ich jetzt noch oben. Juhu! So. Ja, wo müssen wir da durch? Nehmen den Tierpfad da einmal. Supi. Schön. Ah, okay. Da kommen wir nicht weiter. Super. Schauen wir mal rein. Grotendümpe. Da sind ein paar kleine Viecher drin. So wie es ausschaut, ist der gar nicht mehr verbunden, der ist freistehend quasi. Ja, dieses kleine Fliegenzeug da ist extrem lästig. Die haben schwer mit Motten das Licht quasi. Aber schön, ich werde mir da jetzt irgendwo einen Platz aussuchen und machen es ein bisschen gemütlich. Ja, ich glaube, die Baumstämme da, die bieten sich da jetzt quasi an. So, der steht halbwegs. Käfchen ist auch so weit. Also dann gehen wir es auch einmal halt, ne? Ja, heute wieder mal die Bioretti dabei. Ja, und beim letzten Video haben wir schon ein paar gesagt, was ist eigentlich mit der Gabe passiert. Und ich werde euch das einmal kurz zeigen. Also sagen wir mal so, Gabe ist nicht wirklich geworden, es ist mehr so ein Spicker. Aber ich denke, es tut seinen Dienst, es ist auch relativ spitz geworden. Ja.
Das ist noch meine Leffe von damals und den eine Spachtel, was ich da noch gemacht habe. Also, und die drei sind bei mir auch im Einsatz. Der ist auch schon fertig. Herrlich. Klinge, klinge. Wir sind Romantikfilm. Ja, wenn ein bisschen ein Wolkerl vor der Sonne ist, ist es angenehm. Kann man sogar ausholen. Wie gesagt, mir zeigt jetzt an, dass man ja, 23 Grad. Gut, ich weiß jetzt nicht wirklich, wo die nächste Station da ist, aber das kann schon so hinhauen. Ja, Freunde, der erste Gruß und Prost einmal wieder an meine ganzen Krankensaison. Freunde, gesund werden und dann an die Restlichen. Aber sonst schaut es da schon geil aus. War so ein schönes Platzl zum Übernachten, wenn man nur wissen, dass kein Wasser kommt, weil sonst seht ihr da hinten, wie hoch alles überschwemmt war. Da schwimmt es dann heim. Das geht da oft ratzfatz, wenn man sonst liegen die Baumstämme da auch nicht um und um. Die hätte ich auch das Wasser hergebracht. Ja. Und mich wundert es, dass ich noch nicht mehr Viecher da gesehen habe. Also, durchs Dickicht hätte ich mir eigentlich gedacht, dass ich irgendwo auf einem Wildschwendel stehe. Aber gut, ich habe nur Krawall gemacht, also da passt es eh an. Aber trotzdem nicht viel los. Ja, wie gesagt, schöne Gegend da, aber für einen Ohrenreiter ein bisschen zu gefährlich. Vor allem, da kommt man auch nicht so einfach her, das ist nicht so lustig. Und dann noch mit einem Rucksack am Bugel. Die beißen diese kleinen Arme leichter. Oder stechen oder sonst was. Sind schlimmer wie Gößen heißt. Hat sich wird heißer. Keine Ahnung, was das sind. Alle viele sind es lästig. Ja, ich glaube, ich werde da mein Kaffee austrinken, fertig. Und weitergebe, dann habe ich wenigstens ein bisschen Ruhe, weil das ist ja ekelhaft. Ja, ich habe heute nur ein Wasserbottel mit, ein Dreiviertel Liter, das ist fast ein bisschen wenig bei den Temperaturen. Aber auf den Gartendurst habe ich noch was mit. Ein bisschen Energie, die werde ich mir da noch reindrücken, bevor ich losgehe. Ein bisschen ein Lifterl. Ein paar dunkle Wolken sind auch. Na ja. So, heute brauche ich auf meinem Platzl nichts zusammen haben. Gehen wir. Schaut einmal, wie viel Material da geschwemmt worden ist. Ja, Wahnsinn. Da könnte man Feier machen ohne Ende. Ja. Echt gigantisch. Und alles schnurzfurztrocken. Und auch von der Seite. Wahnsinn, was da liegt. Gewaltig, gewaltig. Ja, Freunde, jetzt sagt es noch mehr. Das ist nicht geil da. Ja. Ich bin heraus. Das war jetzt echt heavy.
bist so deppert. Es war durchs tiefste Gemüse. War schon durch kurzärmlich. Aber geil war's. So. Ja, Freunde. Bin wieder auf dem Weg. Und eins kann ich sagen, das waren jetzt 3,5 Kilometer durch den Dschungel. Bist du deppert. Das zahlt sich. Das sollte man nicht unterschätzen. Ah ja. Aber es war trotzdem geil. Und schön. Ja, Freunde, ich bin an meiner Droschke angekommen. Ich bin voll im Arsch, Arsch. Ich bin fest erledigt heute. Das war. Das hat mir schön zugesetzt. Ja, war trotzdem schön, hat mir gefallen. Und geschaut wird es mir auch nicht haben. In dem Sinne kann ich mich wieder nur bei euch alle bedanken, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und Servus die Mauern und Pfiat euch die Buben.